Moin zusammen. Ich weiß gerade nicht, ob es geschnitten wird jetzt hier. Falls ja, dann okay, sonst. Nö, einen wunderschönen guten Tag und hallo. Um das ein bisschen abzukürzen. Ich hatte ja, glaube ich, in dem Japan-Video noch gesagt, wir reden vielleicht noch mal ganz kurz über Italien. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lang das wird, darum halt, vielleicht wird es geschnitten nicht oder nicht. Vielleicht lade ich es doch hintereinander hoch, ich weiß es noch nicht. Es ist so ein bisschen separiert. Man muss auch dazu sagen, seit dem Deutschland-Video ist es ja ein bisschen gewachsen, die Vorbereitung. Ich finde das ja immer ganz interessant bei Heurunden. Wenn man halt länger keine gemacht hat, dann setzt man sich wieder hin, guckt rein, was mache ich wie, oder bestimmte Mechaniken weiß man oder sind neu oder sowas. Und dann wächst das so ein bisschen. Genauso der Italien-Spieler, der wollte sich das zwar nochmal vorher angucken, das, wo, was er mir erzählt hat, weil er sich auch nicht mehr so sicher war mit den, wie was nochmal genau funktioniert, weil er auch schon eine Weile keine Multiplayer-Runden mehr vernünftig oder so in dem Ausmaße mit, Italien gemacht hat. Wollte nochmal eine Proberunde für sich machen. Also das, was ich jetzt sage, ist jetzt kurzer Stand, was ich jetzt weiß. Ja, Italien. Also Italien hat ja so klein, ein, zwei Kleinigkeiten. Ne? Den Äthiopienkrieg, das macht er als Vasallen. Wichtig dabei nur ist halt, dass es ja abgeklärt ist, dass der versuchen will, hier die Seychellen und die Malediven zu erobern und noch als kleines Sahnehäubchen, sobald der Krieg losgeht, hier Ceylon. Wichtig, dass er das hier als Vasallen nimmt, weil Nachschub wird voraussichtlich ja erstmal nicht mehr durchgehen. Zum Thema Verbündeten, mein Stand jetzt, das ist auch noch ganz wichtig. Ich wusste ja zum Beispiel beim Deutschland-Video nicht, was wir als Verbündeten haben werden. Wie es aktuell aussieht, natürlich die drei großen Nationen: Spanien, Rumänien, Ungarn und eventuell ein Bulgaren. Aber der Bulgare, das ist ein sehr neuer Spieler, der hat wenig Ahnung, der spielt einfach nur mit. Also darum hat er sich, wollte er ein kleines Land haben und so weiter, wie ich das mitbekommen habe. Ich kenne die nicht, den hier, den Bulgaren-Spieler oder sonst was, aber der wollte einfach sowas Kleines, wie auch immer. Wobei der auch nicht unbedeutend sein kann. Nur so am Rande, weil, wenn wir in Griechenland im Krieg sind, können wir das hier als, die zwei Dinge als Kerne bekommen. Und das ist ja nicht wenig Bevölkerung, jetzt erstmal die zwei. Plus den hier, dann kriegt er nochmal ein bisschen was bevölkerungsmäßig dazu. Also kann er ein bisschen Manpower anwachsen, plus halt vernünftige Ausbeutung der Chromreserven für unsere schweren Panzer. Also ist nicht unbedeutend, ne? So, das mal am Rande zum Thema Deutschland. Aber ich glaube, ich kann, gehe da mal am Ende ein bisschen was drauf ein. Ich bringe ein bisschen was durcheinander. Wir bleiben jetzt mal erstmal bei Italien. Italien selber, Küsten verteidigen, ja, hier in dem Bereich erstmal still bleiben, bis wir mit Frankreich durch sind. Dann können wir versuchen, hier zu verstärken, um sowas einzunehmen. Ob es funktioniert oder nicht, wissen wir noch nicht. Für den Fall sind wir noch momentan noch nicht einer Meinung gewesen. Wir als Deutsche untereinander, weil ich und Hansen da haben unterschiedliche Prioritäten. Ob der Italiener es vom Equipment her und so weiter schaffen könnte, Malta einzunehmen. Dass er genug Truppen dafür stellt, weil der dafür Marinedivisionen braucht. Da habe ich nämlich noch eine ganz, ganz schöne Kleinigkeit. Das wusste ich bis vorhin auch. Also, was heißt bis vorhin? Gestern Abend habe ich das nachgeguckt. Auch nicht. Hier könnt ihr sehen, wie viele Spezialbrigaden ihr haben dürft. Man kann das ja hier sehen, theoretisch, wenn man hier drüber bleibt und dann komplett ausbildet, ja. Aber hier kann ich das schöner sehen. So viele habe ich und so viele Bataillone sind aktuell schon bei mir auf dem Feld. Diese Spezialdivision, also ich wusste, dass es eine Grenze gibt, aber ich wusste ja nicht, wo diese Grenze liegt. Und da seht ihr, die Grenze beträgt 5% ihrer regulären Bataillone. Wobei man den einen Zusatz nehmen muss, mindestens 30 Bataillone. Ne? Also könnte er drei starke Marines bilden mit 10 Marines, einen Infanteristen, um halt die Reihen aufzufüllen und ein bisschen Arti. Um da halt ein bisschen was zu haben im Mittelmeer, theoretisch, wobei sie nach dem Mittelmeer, ja, aber ist egal. Damit dann versuchen, eventuell Malta zu nehmen und halt hier Ceylon.
dem anderen deutschen Spieler wäre es noch wichtig gewesen, hier Zypern zu nehmen. Mir persönlich ist es eigentlich egal, weil ich jetzt nicht den Vorteil, ich sehe den Vorteil zum Thema Bombardierung hier, dass wir das auch ein bisschen so auslagern können zum Thema Nachschub. Weil ich die Flieger hier hinstelle, könnte es nachschubtechnisch ein bisschen problematisch sein wegen Malta, wenn er hier die Luftwaffe, die Marine einsetzt. Aber andererseits, wenn er hier die Marine einsetzt, bombt Deutschland den aus dem Leben, ne? Also der Engländer wird niemals hier in diesem Bereich das einsetzen. Was ich jedoch nachvollziehen kann, ist diese bescheidene Radaranlage, dass wir die uns holen. Zum Thema Malta, weil die ist Gold wert. Erstens, dass er die nicht hat, der Engländer. Und zweitens, dass wir sie haben. Ne? Das ist auf jeden Fall mega geil. So, genau. Dann haben wir das hier geklärt, dass wir hier versuchen, Suez mit deutschen Truppen und Italiener als Verteidigung. Also der rückt nach und wir rücken rein als Deutsche. Sub. Da die Eroberung plus einige U-Boote hier platzieren, also alle U-Boote, die der hat, um hier Konvois zu raiden. Alles, was hier ja von da nach da fährt, also über hier. Eventuell die Lösung für ihn wäre, ich weiß noch nicht, ob der Engländer drauf kommt, aber ich gehe davon aus, dass er die einfach hier sperrt oder sowas, ne? Die Seeroute, dann geht das einfach hier außen rum oder hier durch Panama durch. Aber damit haben wir ihm auf jeden Fall dann eine Linie eventuell ein bisschen blockiert, ne? Also mal sehen. Fuki wollte sich noch ein bisschen genauer angucken, aber wichtig halt, hier runtergehen, später eventuell das Öl, aber das ist nicht vorrangig, sondern erstmal nur hier bis zum Forschungsteam, vielleicht noch die Autobahn. Er will auch sehr gerne hier auf die U-Boot-Bemühungen gehen. Weil er ein bisschen auch mit U-Booten selber arbeiten will. Darum auch Mare Nostrum. Der geht so ein bisschen Luftwaffe, ein bisschen Infanterie und dann ein bisschen mehr Marine. Also die Infanterie ist jetzt nicht sein Hauptaugenmerk, eher die Luftwaffe. Natürlich Triumph Afrika hier runtergehen, Stahlpakt und dann halt Pakt mit Deutschland, damit er halt seine synthetischen Zeug bekommt, weil gut wäre es, wenn er halt das auch ein bisschen später baut, zum Thema Gummi und so weiter, damit wir auch Gummi einhandeln können. Ne? Sonst ein bisschen gegenseitig, natürlich auch die Kooperation hier und so. Ne? Die U-Boote sollten wir eigentlich so relativ gut voranbekommen, aber ich sehe gerade Forschungsbonus auf U-Boot-Modelle 1, 2. Also der kann theoretisch mit Forschungsboni alle U-Boot-Modelle taggen. Ne? Nice. Ja, Luftwaffeninnovation, da geht er auch runter. Der versucht, da gehe ich jetzt schon mal vorweg in der Technologie. Die Jäger ein bisschen zu fokussieren, mehr als wir, weil er ganz gut dafür geeignet ist. Diesen ersten Jäger lizenziert er bei uns, taggt den nach, dann hat er 20% Boni drauf, alles wunderbar. Und dann kann der versuchen, den 40er Tech relativ früh zu bekommen, 2 Jahre im Voraus. Also 38 will er den Tech dann anfangen. Dass der das 40er Modell bekommt, damit wir das später auch von ihm lizenzieren können, haben wir auch einen 20% Boni als Deutscher oder wie auch immer, ne, dass wir den auch nachbauen können. Plus, der wird erst später in den Krieg eintreten, wodurch er die hier uns liefern kann, ein bisschen, beziehungsweise entweder liefern oder uns nachher stellen kann oder länger produzieren kann. Wir müssen nämlich regeltechnisch, muss der Italiener, kann er 1 Jahr nachdem Deutschland diesen großen Weltkrieg, sage ich jetzt mal, begonnen hat, muss der Italiener erst beitreten. Das ist so diese einzige Ausnahme, nicht, dass das gesamte Bündnis immer nachziehen muss, sondern nur diese eine Stelle muss das nicht passieren, plus Russland, Japan später, ne? Aber das ist dieser Nichtangriffspakt und bla bla bla. Ja. So, dann habe ich eigentlich, glaube ich, die Fuki durch. Da ist halt nichts Besonderes. Ja, der geht mit auch auf Freihandel. Das haben wir schon abgesprochen. Ja, da gibt es auch nichts Wichtiges hier. Was war der? Er hier, dass der ein bisschen mehr politische Meinung hat. Einziges Interessante ist, der will auch diesen Agenten sich holen, den wir auch holen wollen. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht in diesem Video erwähnt. Wir haben nämlich auch ein, zwei Kleinigkeiten wieder taktisch verändert, also zum Thema hier Nachrichtendienst, weil wir da auch Kooperationsregierung machen wollen, weil er relativ früh hier Jugoslawien sich holen will, also irgendwie 38 oder sowas, ne? Und dafür musste er halt eine Kollaborationsregierung da am besten drin haben, damit die von Anfang an ein bisschen mehr produzieren.
für ihn, für den Italiener, weil der das hier alles bekommt. Wir wollten es erst Vasallen draus machen, haben uns gegen entschieden, der kriegt das einfach. Bis auf sowas wie... Moment. Ach, das ist jetzt, weil ich einen späteren Safe gestartet habe. Okay, das muss ich jetzt auswendig wissen. Also, Vojoni, wie das hier, das Ding hier. Und Vespra Banat hat der Ungare Ansprüche drauf. Also kriegt er effektiver das Zeug daraus. Das bekommt der Ungare. Und jetzt hier natürlich Mazedonien und Südserbien geht an den Bulgaren. Den Rest kann der aber sich nehmen, weil da kein anderer große Ansprüche drauf hat. Vielleicht haben wir hier mit Slowenien Anspruch. Aber im Prinzip ist es für uns, ob wir es bekommen oder er es bekommt, eigentlich vollkommen irrelevant. Sonst natürlich relativ früh diesen Machi, dass der bessere Jäger bauen kann. Oh, jetzt ploppt das die ganze Zeit. Ich habe so ein Fingerspielzeug. Sonst gibt es hier, wie gesagt, da war jetzt nichts Besonderes, was man sagen muss, ui, wohl, wo ich das gerade das Panzermodell sehe. Da gibt es wohl was, da wäre ich aber theoretisch bei den Technologien, ja, gehen wir bei den Technologien drauf ein. Wobei, Nachrichtendienst ist jetzt auch klar, mit dem Agenten, den er sich da holt und den Nachrichtendienst aufbaut, kann er das alles schon machen, ohne groß Industrie dazu rein zu investieren, ne? Also, weil es kostet ja ordentlich am Anfang und am Anfang hat man ja nicht unbedingt die Industrie und man versucht eigentlich mehr aufzubauen. Das kann er ja noch später nachholen, hier Verteidigung und so weiter. Die Kollaborationsregierungen sind da ganz wichtig und dann kriegt man das mit zwei Händen. So, Forschung. Das mit den Jägern habe ich schon gesagt, das taggt er sofort am Anfang und dann holt er sich einen 100er Boni für die Falgore. Ob ich das jetzt, oder Volkgore, keine Volkgore, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Er will eigentlich nur Jäger bauen. Vielleicht noch ein paar Aufklärungsflieger, aber sonst war es das. Ich glaube, bombertechnisch wollte eventuell, aber die Betonung liegt wirklich auf eventuell, ein, zwei Luftnahunterstützungen holen. Ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Natürlich hier Marines tacken, dass er das macht irgendwann. Eiskalt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Kapazität. Ja, das ist jetzt die Frage. Erweitertes Spezialeinsatzprogramm. Kapazitätsmultiplikator, Spezialeinheiten. Wirkt das auf die 5%, 5%? Also, dass ich von meinen 5% einen 5% Boni habe. Dann sind das ja, wenn ich zum Beispiel 100 Brigaden habe, sind das 5 Spezialeinheiten eigentlich nur. Und darauf 5% ist nichts. Wenn ich aber plus 50% insgesamt bekomme, dass ich dann 10% habe, dann ist das schon mehr. Das müsste ich mal testen noch. Fällt mir nämlich gerade auf. Na gut. Hier macht er auch nichts Besonderes. Aufklärung, MPs, Wartung, das hier. Mit Logistik und Fernmeldekompanie musst du mal gucken. Wobei Fernmeldekompanie ist ganz nett. Aber der will halt wenig Verschleiß haben und wenig Verluste, weil die Manpower ist ja beim Italiener stark begrenzt. Und jetzt kommen wir auf die Geschichte, die ich eben kurz angedacht oder nur grob angerissen habe. Leichte Panzer. So ziemlich alle wollen bei uns leichte Panzer lizenzieren. Finde ich momentan mega interessant. Der lizenziert sich den zumindest, damit er den nach oder selber tacken kann. Aber in der Produktion, wobei das könnte sein, dass das erst später kommt. Wir haben so einen kleinen Deal ausgemacht, wobei ich das noch regeltechnisch erfragen muss, ob das in Ordnung geht. Für mich sehe ich da keinen Regelbruch, weil nur hier dieser Handel beschränkt ist. Er baut eine Fabrik mit Jägern mehr. Dafür verzichtet er hier komplett auf leichte Panzerproduktion. Also wenn ich jetzt hier sehe, der baut jetzt aktuell zwei pro Woche. Der soll uns lieber mehr ein paar Jäger bauen, die wir halt dauerhaft hin und her schicken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ich ihm sage, bau mal einen Jäger. Du brauchst 6 pro Jahr. Wie viel ergibt denn das später? Moment. Das könnten wir doch mal kurz rausfinden. So ein Ding. Unsere eine Fabrik produziert 2,3, sagen wir, pro Tag. Aber dann wäre das 11 Tage ein Flieger.
Beziehungsweise 10 Tage. Das ist jetzt ganz grob geschätzt. Ich glaube, ein bisschen weniger. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Unsere Produktion, das ist doch der tägliche Ausstoß. Also 10 Tage ein Jäger, das müsste man dann hochrechnen, was, damit wir das so ein bisschen hin und her tauschen können. Wobei die Zwischenjäger wollen wir ja nicht, wir wollen ja erst die 36er und dann kriegt er die. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, das müssen wir aber noch ein bisschen ausbalancieren, wie viel er überhaupt davon wirklich braucht und bla bla bla. Artillerietechnisch gut. Er will eventuell von uns ein paar Packs bekommen. Boah, weiß ich nicht, aber Arti muss der komplett selber produzieren. Das können wir für den Italiener nicht machen. Dafür haben wir als Deutsch auf jeden Fall zu wenig. Er wollte von der großen Schlachtdoktrin hier weg. Der will lieber hier Feuerüberlegenheit gehen, den rechten Spalt durch, damit der relativ viel Orga hat. Dann kann er sich sogar, wenn er ein 40er Template sich aufbaut, wahrscheinlich 7 oder 8 Arti einpacken. Und hat dann immer noch genug Orga, damit die genug Durchschlagskraft haben, weil der will so eine halbe Armee später an der Ostfront an starken Truppen haben. Vielleicht hat er die dann auch woanders, weiß ich nicht. Wobei ich eigentlich schon, jetzt gerade wo ich drüber nachdenke, fast glaube, dass wir den Italiener hier gar nicht brauchen werden. Wir haben Rumänen, wir haben Bulgaren, wir haben Ungarn als Truppen hier stationiert. Wir haben eventuell ein paar Spanier damit noch drin, weil Spanien ist auch noch dabei, wobei der erst recht spät reinkommt. Da weiß ich gar nicht, ob der Italiener da sagen muss, ey, ich muss da unbedingt mitwirken. Da kann er sich wirklich auf Landungen spezialisieren. Nur zum Thema, wenn wir Vesuves haben sollten, kommt er hier raus. Insel hüpfen, vielleicht hier sogar einen Brückenkopf errichten. Wir könnten auch versuchen, den Türken auf unsere Seite zu bekommen, ne? Zum Thema hier Landungen durchführen. Das wäre schon ganz interessant, ne? Einmal die Krim erobern. Da ist ja natürlich zwar nichts drauf, aber das ist eine Front. Aber wenn er den unteren Teil sich sichern könnte, ne? Was weiß ich, hier an diesem Fluss entlang. Der muss nicht mal Stalingrad erobern, sondern nur hier oder hier diesen Fluss entlang. Das reicht ja auch schon hier. Dass er diese Ölreserven sich sichert. Weil Hand aufs Herz. Wie viel Öl hat der Russe? Das ist ja nichts, ne? Eigentlich ist das seine gesamten Ölreserven gerade. Jetzt die Frage ist, ob der später. Das Symbol habe ich noch gar nicht gesehen. Die liefern das automatisch nach England oder was? Interessant. Also würde die Türkei, wenn wir den auf unsere Seite bekommen würden, irgendwie hier eine Front eröffnen und hier diese Front eröffnen. Der Irak, wenn das Öl von dem weg ist, das ist ja auch schon ordentlich was, ne? Alles Öl, was wir denen klauen können, den Alliierten, ist gut. Es geht sich nicht darum, den Treibstoff hier runterzuhauen, weil das werden wir sowieso nicht können. Amerika, da ist so viel Öl. Aber es geht sich um unsere eigene Produktion von Öl. Dass die wir selbst vernünftig organisieren können, ohne große Raffinerien zu bauen, wobei das Gummi eigentlich wichtig ist. Egal, ich schweife wieder schon ab. Schiff. Ach krass, den gibt's. Ach so, den hat er gar nicht komplett, ja. Wenn, U-Boote wollte er nur bauen, vielleicht so kleine U-Boote-Verbesserungen machen. Dazu kommt halt auch, ich glaube hier, ne, den Seewolf runtertacken, das ist uninteressant. Also, zur jetzigen Phase, das ist eher so Midgame-Geschichte. Luftwaffendoktrin könnte er wahrscheinlich hier runtergehen, der rechten Spalte, die operative Integrität.
Die meine ich besser ist für Jäger, ne? Ich meine ja. Luftnahunterstützung, das ist für sein Ding, genau. Taktische Bomber. Ja, das hier ist es auf jeden Fall. Chance auf Flieger, das ist mega. Das braucht er gar nicht. Doch Auswirkungen statt. Ja, das ist Bombardierung aus großer Höhe. Hä? Bombardierung aus großer Höhe. Verteidigung 20%. Strategische Bombe. Doch wohl, die Bombe macht sie besser. Das braucht er nicht. Er musste eigentlich nur bis nach hier. Jetzt ist die Frage, das müsste man sich mal nochmal ausrechnen. Dann können wir ja eigentlich jetzt mal kurz ein Video machen. Luftüberlegenheit, na, Boden. Chance auf Fliegers. Eigentlich das hier ist besser. Weil Erfahrung ist zwar nett, aber 20% Mobilität. Es geht nämlich um diese Mobilitätsgeschichte. Für Jäger. Das ist ja eigentlich das, was man haben will. 20% Mobilität. Zehn. Ach, da ist die Mitte doch besser. Chance auf Fliegers, Effizienz, ja, die Effizienz ist ganz nett. Also wenn man die Jäger besser sind, dann ist das in Ordnung, aber ich hatte in Erinnerung, dass das hier besser ist. Strategie. Zehn. Links müsste Bombardierung sein. Ich raste aus. Die Mitte ist besser. Allein wegen dem hier. Obwohl, das ist die. Ach, Moment, habe ich das richtig gesehen? Das ist jetzt 20% für Luftnahunterstützung. Das hatte ich falsch gesehen. Okay, wusste ich's doch. Die Mobilität wird halt hier gesteigert. Das ist das, was du haben willst. Also wohl rechts. Okay. Ja, Technik ist jetzt uninteressant. Ob der viele Radaranlagen baut, weiß ich gerade gar nicht. Habe ich ihn nicht erfragt. Aber was er bauen muss, ist hier ein bisschen synthetischere Fabriken. Also hier für Gummi. Das Öl ist wichtig, aber nicht ganz so krass wichtig, weil der Rumäne das eigentlich fokussieren muss. Und er kriegt das ja auch wunderbar hin hier über die Gesetz, über die Dinger, ne? 24. Kriegt er unterm anderen da. Hat er noch irgendwo Öl? Ja, da hat er auch noch mal was. Ja, wenn er hier runter geht, Achsenmächte beitreten, ist klar. Hier hat er noch mal was. Deutsch-Rumänische Ölwertungsgesellschaft. In der Walachei und in Thüringen. Oh, wer der das für uns machen würde, der Rumäne, das wäre schon mal mega. Weil das Öl, was. Wir brauchen jeden Tropfen als Deutscher. Gut. Er kämpft natürlich zum Thema, ich glaube, jetzt sind wir fast fertig. Produktion haben wir geklärt. Bauen, ach genau. Bauen technisch zivil bis 38 auch und dann schwenkt er um auf Militär. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Truppentechnisch, wie gesagt, hat er sehr viel Luftwaffe, geht der. Sonst baut er halt diese Division. Beziehungsweise nach auf 20, aber als Fronthaltung nenne ich jetzt mal, zum Beispiel hier. Eventuell stellt er auch ein paar Divisionen ab, um Äthiopien zu halten, um die Alliierten so lange wie möglich zu beschäftigen, weil die laufen sich da tot, also an Equipment und alles. Marinedivision auf 40, die der genauso aufbaut ungefähr wie die Angriffsdivision, die er später holt. Der holt sich halt hier. 6 Arti rein, der Rest Infanterie oder dann der Rest halt Marines, Pioniere, Support Arti, lass mich nicht aufklären, Panzeraufklärer, deshalb wollte er die leichten Panzer haben, damit er den Panzerungsgrad da drin hat. Aber halt nur in diesen Angriffsdingern. Dann, hier
hier das Rote Kreuz, wie die Dinge auch immer heißen. Ich weiß nicht jetzt gerade nochmal, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Feldlazarett, genau. Und danach wollte noch eine dritte Sache nehmen, ob der die Wartungskompanie oder das hier nimmt, weiß er noch nicht. Die haben natürlich ein bisschen Initiativvorteil, wenn man angreift, auf jeden Fall super wichtig. Andererseits, das hier erhöht halt die Zuverlässigkeit und man verliert weniger Equipment. Und je nachdem, wo der kämpfen will, also selbst hier in Russland oder halt hier mitten in der Pampa, kann das wichtig sein. Andererseits, wenn er in der Pampa kämpft, wenn Logistikkompanien auch eigentlich nicht verkehrt zum Thema Nachschub, ne? Ach, da weiß ich gar nicht. Wird interessant. Ach, warte mal. Ach, warte mal. Ich hatte diese Insel nicht mehr im Kopf. Malabo. Wie geil ist das denn? Also das hier verlieren wir sowieso, dieses Festlandding, ne? Aber es geht sich um Malabo selber. Das müssten wir mal mit dem Spanier absprechen, dass er das hält. Zumindest ein, zwei Divisionen sich stationiert. Vielleicht so einen kleinen Flughafen ausbaut. Wobei, kleiner Flughafen, weiß gar nicht, ob das unbedingt sein muss. Ich glaube, das können wir sogar darauf verzichten. Ich hoffe einfach, dass das, wenn da zwei Einheiten drauf sind, dass die Alliierten das nicht einnehmen. Denn dann können wir mit den U-Booten uns hier stationieren, sobald Spanien mit dem Krieg ist. Und diese Linie zumachen. Und wenn wir den Italienern das hier zumachen und hier alles zu ist, dann kann nur noch hier durch den Panama was kommen. Aber ich weiß nicht, wenn mit den Kanaren. Von den Kanaren aus sollte ich aber auch hier gut was machen können, ne? Dann haben wir eigentlich mit dem Spanier zusammen und dem Italiener, der das hier vorbereitet, sehr, sehr gute Möglichkeit mit U-Booten zu arrangieren. Nett, dass mir das aufgefallen ist. Gut, ich glaube, das war's als kleine Zusammenfassung. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn der erste Spieltag vorbei ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.